Oh, es sind drei. Was liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem Klassenguide, zu einer Waffe, die gerade wirklich komplett steil geht. Denn es ist das allererste Mal, dass wir eine LMG aus der Hüfte spielen mit der taktischen Haltung, denn nach dem gestrigen Buff hat die Tech Evolve mit dem 100-Schuss-Magazin mit dem 5,56 Kaliber einen 40-prozentigen Hip-Fire-Spread Vorteil bekommen. Ihr habt nämlich mit diesem 100-Schuss-Magazin eine minimale Hüftstreuung von -60%, eine maximale Hüftstreuung von -56%. Unfassbar, was sie damit gemacht haben. Und das Ganze habe ich dann mal in einen Loadout verpackt und für euch getestet. Und es fühlt sich so weird an, aber es macht so viel Spaß. Zieht euch dieses Gameplay rein. Wenn ihr das Ganze mal live erleben wollt, erster Link in der Videobeschreibung. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ein kostenloses Abo auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten, um den Content hier zu supporten. Und wenn wir hier 500 Likes hitten, dann kriegt jeder von euch einen Backenkuss. Oh, es sind drei. GG, I guess. Gott, die FPS tippen mir hier ja immer noch. Aber ich kann nicht mehr so, oder? Ja, Deutsch besser. Also auf jeden Fall weniger, aber nicht so was hast du das gespielt, als du da 60 FPS hattest? Das war 60? Super. Nee, da hab ich nicht. Ah, ja. Das war wirklich, also da war wirklich unspielbar. Also ich habe normalerweise 300 und ich hatte dort in dem Ort 60. Das war richtig geil. Können die eigentlich mal sich aus dem Loch verpissen? Ground Zero Loch? Er hat auch schon die Evolve. Nein. Also ich bin ja eigentlich ein Fan davon, dass jeder so spielen darf, wie er spielen will. Aber können wir mal über die Sniper reden? Ja. Das ist ja insane auf dieser Karte. Ja, auf Usix dann genauso schlimm, glaub mir. Ich hatte gehofft, dass jetzt irgendwie losgeht mit so... Ich finde ja, jeder darf wählen, was er will, aber... Aber, hear me out. Die Ampel. Ja. Da hört's für mich auch auf mit der Demokratie. Spaß. Spaß, nicht witzig. Stunts. Aufgehört zu schießen. Hallo. Das war so richtig herzliches das hat, Hallo. Das hat auch so ein Meme-Potenzial. Da fand ich halt so viele Sachen. Ja, wie oft will er denn Schildbreak werden, ey? So. Nein! Oh mein Gott, das hat er ja so toll gespielt. Die sind halt auch so schlecht. Das hat er so toll gespielt. Kann es sein, dass in Solos mehr gute Leute unterwegs sind als in Trios? Ich habe eigentlich gerade sehr gute Lobbys, auch wenn ich gerade jetzt 2 zu 17 stehe, aber... Oder war das gerade die Frage? Ja, ne? Hab ich die Frage beantwortet? Ja. Okay. Also, weiß ich nicht. Nein. Und raus! Was ist denn rechts oben diese Anzeige neben den, wie viele Teams noch leben? Spaß, okay, jetzt oh mein Gott! Spaß! Entschuldigung. Ja, und war wirklich das letzte Mal. Ja. 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 So scheiße, Junge. Digga, ist das gerade. Junge, scheiße, Mann. Nicht witzig. Let him cook. So, Splittergranate und jetzt ist Schluss im Bus. Ja, ich spiel VBN, jetzt hab mich erwischt. Ich direkt das, da, also das lief ja so scheiße für den Kollegen hier. Er hat's aber auch nicht anders verdient. Lock me up. Bro, er hat Claymore oben. Ich werf eine Splittergranate hoch. Mann, es ist so schlimm hier alles. Was denn? Die sind so schlecht, aber ich sterbe die ganze Zeit von denen. Ja, das ist schlecht. Nee, kannst nicht spielen, die Waffe. Vor allem, ich sterbe die ganze Zeit, Mann. Ich bin so oft tot. Du Kacke. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Krank. Ist das krank? Ich bin im freien Fall! Digga, ich höre wirklich die ganze Zeit nur... Und wieder tot, Jungs. Digga, Phil, ich bin an einer Seilrutsche. Ich habe den Fallschirm nicht gezogen. Ich werde aus der Luft gelasert. Schießen eure Gegner auch mal zurück. Ah. Und jetzt habe ich wieder keinen Tech-Stance drin.
So, und wenn ich jetzt dort wieder sterbe, tick ich aus. Mann, ja, sie sind ja immer noch da oben. Jungs, geht's gut euch da eigentlich? Ja, er campt, ja, habt ihr Spaß? Die haben so Spaß da oben. Das gibt's doch gar nicht. Die bewegen sich auch nicht weg da oben. Ich frage mich, wer härter raged. Fantu oder Aimbrot? Aimbrot. Glaubst du echt, ja? Fantu streamt nicht so oft. Hat man nicht so ein... Zu Verdant-Zeiten ich auf jeden Fall, aber ich hab's mir abgewöhnt. Also es war schlimm. Echt? Warst du mal ja, ja, so, einer so von den denen. Finger, ja? Einer von denen. Von den Drecksfingern. Hey, hier wird einer aufgespielt gerade, ne? Ich höre hier die Waffe. So viele Leute. Jetzt werde ich, ab einem bestimmten Punkt werde ich dann nicht mehr noch mehr sauer sein. Rank morgen. Nein! Traurig einfach. Traurig? Traurig ist schlimmer, wirklich. Also traurig ist wirklich das Schlimmste. Einfach traurig. Ehre. Nein, hast du gewonnen. Nein! Arschloch da oben! Kauf ich. Ja. Stark. Weiter machen. Hier ist einer. Der ist gewonnen. So, jetzt aber hier kannst du ihn finishen. Stark. Macht er gut. Guter Zwischenfinish. Alter. Was ist denn das? Alter, nein. Ich dachte, das wären Gegner von denen. Ist die, was ist da links unten? Ist neben der Killanzeige da ganz links? Nee, weiß ich nicht. Das ist die Squad-Vibe-Streak. Ah. Ist das in dem Modus oder nur in dem? Nur ein Rebirth und man kriegt irgendwie Belohnungen, wenn man da eine hohe erreicht. Ah. Okay. Yeah! Also, dann würde ich die Zeit, die ich da jetzt nicht mehr rein investiere, würde ich dann halt voll in Short setzen. Das ist schlau, oder? Das ist schlau, ja. Okay. Der hat mal höher analysiert. Der hat mal höher analysiert. So die Kraft verloren auf der Ziel gerade. Ist over, ja, ist over gewesen. Ich hab ruhig zu viel am Stück geredet. Ja, hab auch einfach letztens Felix, als ich bei Felix im Lurk war, hat er auch gesagt, dass er erstmal zwei Kanäle zum Laufen bringen möchte und Shorts erstmal nicht so der Fokus drauf ist und nicht so viel bringt. Nee, genau, und das ist halt nicht richtig. Ich hab jetzt bald mein erstes Video mit 100.000 Aufrufen. Das war leider ein Short, das ist dann irgendwie schade, aber... Ja, das ist wirklich schade. Aber das wird noch schlimmer. Ja. Morgen wieder Ranked. Ja, nichts wert würde ja. Ist ja nichts mehr, genau. Nichts wert. Das hat... Ja, ist heftig schuld. Ich weiß, kennst du die Story eigentlich, Jakob? Nee. Also ich habe damals so, ich habe echt viele TikToks so gehabt, die wirklich echt einigermaßen viele Aufrufe hatten so. Und zwar, also war noch Verdanszeit, ne? Hab das so richtig stolz gepostet, dass so eins irgendwie so hatte, irgendwas um die Million, also ich glaube ein bisschen mehr als eine Million auf jeden Fall. Ja. Hab das halt so stolz dann auch so auf Twitter gepostet und hat halt so Jam, also Heptic hat dann drunter kommentiert so, ja, das sind alles nur leere Zahlen und so weiter. Und er hat mir so in mein Gewissen geredet, ich hab aufgrund von diesem Kommentar habe ich mich dann irgendwie so schlecht gefühlt und einfach mit TikTok aufgehört, weil ich mir dachte, Ich dachte so. Ja, er hat schon recht. Ich verstehe schon, was Heptic meint. Und ja, safe. Auf jeden Fall. Also es sind andere Views als auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Definitiv. Aber also eine Million Aufrufe ist ja definitiv nicht dasselbe wie jetzt auf YouTube eine Million. Also auf gar keinen Fall, ne? Nicht mal ein Zehntel oder so. Krass natürlich. Naja, aber es kommt halt auf die Masse an. Eins ist nichts wert. Aber wenn du davon dann 7 oder 8 hast. Ja, eben. Also ich hatte halt wirklich so... Ich hatte irgendwie so 5, 6 TikToks am Stück, die auch alle über 400.000 Aufrufe hatten und so weiter. Also ich hätte... Es hätte auf jeden Fall was gebracht, wenn man es weiter durchgezogen hätte, so, aber... Siehe Vincent. Ja, das Schwierige ist halt da immer, die Leute dann auf Longform... Safe. Auf jeden Fall. Die ganze Zeit ist es schon Loadout, by the way, ne? Oh. Also das hat Jakob wirklich auch direkt gesagt. Ja, ich war ja zum Redefluss, ich kann nicht beides wissen. Du machst ja wahrscheinlich gerade Multiplayer-Videos, oder? Oder aktuell mache ich nicht so viele Videos, leider. Ach, krass, okay. Weniger, als ich mir wünschen würde. Aber schon Multiplayer-Videos, wenn dann, oder? Wie bitte? Oder einfach Info. Dann machst du gerade eher Multiplayer-Videos oder einfach nur Info? Wir können ja mal offstream drüber sprechen, was für meine Pläne sind. Okay. Können wir niemals machen, schade. Fällt mir immer ein bisschen schwerer, als dir onstream über so Sachen zu sprechen.
weil es dir unangenehm ist? Was ich vorhab und so weiter. Achso, ja, okay, das sowieso, ja. Ich glaube, er meinte gerade einfach, was du gerade, die Videos, die du gerade hochlädst, was das ist. Also meine Ursprungsfrage. Er wollte gar nicht an die Wäsche gehen. Nee, meine Ursprungsfrage wäre jetzt eigentlich nur gewesen, ob Multiplayer-Videos gut ankommen, so. Weil bei John weiß ich ja, dass sie gut ankommen, aber. Das hätte mich halt interessiert, ob es bei anderen Leuten halt auch gut ankommt. Also sonst hätte man mal ein Dual-Commentary aufnehmen können. Nein! Okay, das ist halt, ne. Vielleicht nimmst du ja dann einfach mal mein Gameplay. Ich hab da mal so ein Gameplay gemacht. Wäre korrekt. Ja, das ist auch ein Gast-Gameplay. Schönes Gast-Gameplay. Hier spielt Floydschoff mit der Tech-Evolvere. Moin, Fina. Auf der. Ah, perfekt. Ja, jetzt und aufgehört. Der Witz ging ja schon viel zu lange. Ich habe auch nichts gemerkt an dem Moment. Ist auch einmal der Name nicht eingefallen, vor dem Skip, schade. War aber Banger, ich muss sehr lachen. Ja, war ja. Boah, der wird auch nie alt sein. Nein, nicht gesehen! Scheiße. Alter! Ach du Kracher! Gerade eben hat mich, bin ich hier gelandet und dann ist ein, dann habe ich wirklich 40 Kisten aufgemacht, Early Game. Da kam dann Cut AMR raus, da kam dann alles mögliche raus und am Ende kam dann RPG raus. Und auf der Treppe unten habe ich dann einen Gegner getroffen, der hatte eine HMR. Der hat mich dann komplett auseinandergenommen, beziehungsweise hat halt einfach geschossen. Ich hatte eine RPG, kommt in den Chat, habt ihr gerade Shepper gegeben. Ich hatte RPG in der Hand. Habt ihr gerade Shepper gegeben. Wie bist du schillernd? Nein, hat er auch gesagt. Nee, aber das ist so ein Running Gag, weil das im Grind ein, zwei Leute reingeschrieben haben. Waren noch viele Leute echt, Oh mein Gott, ja, okay. Waren viele Ego-Leute dann bei dem Grind auch dabei. Das war wirklich crazy. Na gut, kann ich mir auch vorstellen, das ist halt COD, ne? Ja, also ja, einmal habe ich kurz zugeschaut, als dann direkt, nachdem ihr verloren habt, komische Kommentare reingekommen. Ja, genau. 80er. Das war echt schon ein bisschen... Okay. Aber so gehässig GGs-mäßig, oder? Nee, auch so wirklich so, also einfach wirklich straight up, du bist zu schlecht, wie bist du schillernd und so. Hatte ich lange nicht mehr und ich dachte mir erst so, hä, wie nervig, aber dann ist wieder ein gutes Zeichen. Eigentlich dann gut, zeigt ja, dass du relevant bist. Dass die Leute sich wenigstens... Nein! Deswegen krieg ich die Kommentare nie, stimmt. So, scheiße. Die nehmen noch jeden mit jeder Reichweite. Ja. Die werden doch dumm. Wie war das ganz nochmal? Blue Village ist noch nicht dumm. Die werden doch dumm, die nehmen doch mit jeder Reichweite. Nee, ansatzweise Reichweite. Mit ansatzweise, stimmt, ansatzweise war das ein wichtiges Wort. Okay. Die wären doch so dumm, wenn die nicht jeden nehmen würden. Ansatzweise. Ich hab auch nicht so dumm gesagt, Mann! Wirklich, jede neue Wiederholung kommt was Neues dazu, was ich nicht gesagt hab. Hey, was ist passiert? Ja, jetzt können wir die Geschichte noch erzählen. Blue Village ist so die Twitter-Organisation oder die Orga, die auf Twitter immer so die Announcement macht für die Turniere, so die Switcheroos und so. Und Floyd hatte irgendwie beim ersten Angst, dass er nicht genommen wird oder so. Ja, und weil ich das Spiel kommentiert habe quasi. Das Spiel kommentiert und ich habe halt die ganze Zeit gesagt, ja, safe, hey, bla bla bla. Und dann habe ich im dritten Satz dann, ich habe auch, man sieht in der Facecam direkt, dass ich es bereut habe. Ich habe sehr scheiße formuliert, dass ich eigentlich sagen wollte, dass die jeden Streamer nehmen, damit das halt mehr Reichweite bekommt, weil die ja nicht blöd sind, egal ob du jetzt 1000 oder 100 Zuschauer hast. Und ich habe es aber eventuell so formuliert, dass die jeden mit ansatzweise Reichweite nehmen, damit das, ja, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und hab damit dann natürlich Floyd ein bisschen in den Arsch gefickt. Was aber keine Absicht war. Oh. Ja. Ach man, Alter. Also Public muss ich sagen, also ich weiß nicht, wie es Solo ist, aber Public Fortress Keep macht mir gar keinen Bock. Ja, deswegen habe ich Fortress Keep auch nicht mehr gespielt, weil ich sonst auch... Hey, du siehst sogar nicht das Smoke mit das dem ist mit ja, das ist ja wie Ashika ein bisschen. Ja. Ich bin so Ashika in der Punktschleife gerade. Ja. Deswegen finde ich, Nein, deswegen jetzt kommt Ashika ganz geil, weil es dann nicht so viele Ebenen gibt. Ich finde gerade Ashika scheiße, weil jetzt alles open ist. Also das ist gerade mein Problem mit Ashika. Viel weniger Leute, du hast doch immer einen Überblick, was Sache ist. Ja. Voll geil. Ich wurde gerade geschossen, bin dann in der Zone geschossen. An sich keine schlechte Map. Aber ich finde sie halt, ich weiß nicht, also ich schwöre, dieses Color Grading macht am meisten aus, dass ich keinen Nutzer spielen. Also dieses alles ist so grau und warum sie nicht einfach eine neue Skybox reinpacken.
Weil also, ich wirklich, wenn ich an Ashika denke, habe ich direkt so ein keine Lust empfinden, weißt du, obwohl ich die Map eigentlich gar nicht schlecht finde. Aber ich werde so richtig depressiv, wenn ich schon an diese Map denke irgendwie. Das ist ganz komisch. Aber dieses Gefährdete. Was ist passiert jetzt? Entschuldigung. Ich muss sagen, Ranked Fortress Keep habe ich deutlich mehr gefühlt. Ja, ich mag, also Fortress Keep Public ist irgendwie echt, ist es echt nicht, muss ich sagen. Irgendwie ist es. Dann doch wieder in den Grind, sagst du? Ja, also ich werde morgen auf jeden Fall wieder Ranked spielen. Ich habe nur heute keinen Ranked-Spot gesucht, weil ich jetzt nur bis 12 Uhr streamen konnte. Weil das Real Life läuft nicht davon. Was war das? Ja, ich bin einfach weg auf einmal. Ich kann auch kein. Ich. Nein! Ich hab ne Flare. Der hebt da hinten im Eck. Schön. Digga, bei mir ist die ganze Zeit irgendwie ein Schwein, was so komische Geräusche macht. Das bin ich. Achso. Na, ist over. Ich werde natürlich noch vom anderen Team nochmal anschauen. Ja, ich werde aus der Luft gefischt. Eine Zwischenfischung? Warum aber? Warum war es aber? Doch einer kommt hoch. Ja. Das war auch nicht, Mann. Musst du kurz platen? Du kannst rein, du hast noch Leben. Geiles Ding. Noch einer? Nein. Geiles Ding. Nee, sind noch nicht alle. Ja, der ist noch nicht tot, ne? Der ist da noch. Also, es war übrigens gerade Spaß mit, du kannst rein, ne? Du hattest wirklich einen HP. Ich weiß nicht, ob du das. Auf der Sicherheitszone. Unten? Unten. Und zwar beide. Einer Phil, willst du dir mal helfen eigentlich? Jetzt geh doch mal rein. Aber. Der Arme. Wo sind sie denn? Na da. Hat er einen Knüppel in der Hand gehabt? Wuhu! Wenn ihr die Evolve jetzt mal nachbauen wollt, dann würde ich euch dieses Bild hier empfehlen. Ein, zwei Sachen kann ich noch dazu sagen. Anstatt diese Mündung, also grundsätzlich, ne, ich kann natürlich hier auf jeder Seite, auf jede Sache einmal drauf gehen. Ihr habt auf jedem einzelnen Aufsatz hier halt extreme Hipfire-Spread und taktische Haltungsvorteile. Ne, mit der Mündung seht ihr hier, ihr habt super Präzision, Streuung in der taktischen Haltung und normale Hüftfeuerpräzision. Das gleiche geht auch für den Unterlauf, den vertikalen brünen Taktikgriff. Sehr, 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 sehr krass. Natürlich das Magazin, von dem geredet wurde, seht ihr hier. Und den FSS-Kampfgriff, auch der ist für Streuung in der taktischen Haltung extrem stark. Und der Laser auch wieder für 100%ige Hipfire-Accuracy. Und dann kommt ihr halt genau zu diesem Ergebnis hier. Ich würde euch empfehlen, taktische Haltung ist by the way, ihr geht links ins Visier und drückt dann Steuerkreuz nach unten. Ich würde euch empfehlen, das Ganze dann mit einer Long-Range-Waffe zu spielen, wie zum Beispiel der MTZ. Das habe ich die ganze Zeit am Anfang vergessen reinzumachen und habe deswegen eine Striker als SMG gespielt. Aber da ihr die ja wirklich die ganze Zeit auf Close-Range spielt und die ganze Zeit wirklich schön aus der Hüfte schießen könnt oder halt in der taktischen Haltung für noch mehr Präzision, also das ist hier der Unterschied. So ist einmal aus der Hüfte und so ist einmal aus der taktischen Haltung. Das ist schon ein guter Unterschied. Macht da auch gerne den automatischen Taktik-Sprint aus, damit ihr besser aus der Hüfte schießen könnt. Es ist einfach wirklich geisteskrank krass, geisteskrank stark und ich habe sowas noch nicht erlebt. Das ist teilweise wirklich schon OP. Ja, einzige Nachteil ist halt der allgemeine Movement Speed, ne? Der ist natürlich bei einer SMG nochmal deutlich schneller. Und wenn man so ins Visier geht, ist man bei einer SMG auch nochmal schneller, aber alles andere ist wirklich unglaublich stark. Das müsst ihr ausprobieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr von diesem Bild haltet. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Findet ihr, es ist overpowered oder sogar Metapotenzial? Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.